Möchtest du erfahren, wie du mit dem Taschenrechner umgehen kannst? Schau dir das an in diesem Lernzyklus von Mathematik macht Freude, Freunde. Ich bin die Katharina. Du kannst längere Rechnungen mit dem Taschenrechner ausführen, mit dem Taschenrechner quadrieren, mit dem Taschenrechner die Quadratwurzel ziehen, Funktionen auf dem Taschenrechner finden und ohne Taschenrechner Umfang und Fläche eines Kreises berechnen. Da kannst du richtig viel. Dann kann ich dir etwas Neues zeigen, nämlich wie du Pi auf dem Taschenrechner verwendest. Schalte deinen Taschenrechner ein, starte die Rechner-App oder geh im Internet auf einen Taschenrechner. Und wir schauen uns die Kreiszahl Pi im Taschenrechner an. Es gibt dafür eine eigene Taste, die mit Pi beschriftet ist. Sie steht für diese Kreiszahl 3,14159264 und so weiter. Sie belegt dafür eine eigene Taste, weil man sie so oft braucht, und sie wird statt der Eingabe dieser komplizierten Zahl verwendet. Im Taschenrechner ist sie ziemlich genau gespeichert, ganz viele Kommastellen. Du kannst sie verwenden, um Kreisberechnungen anzustellen. Im ersten Beispiel wollen wir den Umfang eines Kreises berechnen. Der Radius R ist 6 cm. Moment, wie war das mit dem Umfang des Kreises? Da gab es doch diese Formel. Der Umfang des Kreises ist 2 mal der Radius mal die Kreiszahl Pi. Und im Taschenrechner löst du das so: Du drückst 2, dann das Mal, dann 6 für den Radius und dann noch einmal Mal und das Pi und mit ist gleich schließt du das Ganze ab. Du siehst also, Pi kannst du wirklich anstelle einer Zahl verwenden. Wir schauen uns das auf dem Taschenrechner an: 2 mal 6 mal Pi ist gleich und schon fertig. Natürlich kannst du Pi auch verwenden, um die Fläche eines Kreises zu berechnen. Fläche des Kreises ist r² Pi. Und mit dem Taschenrechner berechnest du zuerst den Radius zum Quadrat. Und dieses Ergebnis multiplizierst du jetzt mit Pi mal Pi. Mit ist gleich schließt du die Rechnung ab und schon bist du fertig und hast die Fläche des Kreises berechnet. Wir schauen uns das auch wieder am Taschenrechner an. 7 zum Quadrat mal Pi ist gleich. Erledigt. Hier kommt dein Checkpoint. Drück auf Pause, löse die Beispiele und klick nachher auf Weiter. Das wären meine Lösungen. Passen deine dazu? Bravo. Fassen wir zusammen. Die Zahl Pi ist auf einer eigenen Taste gespeichert. Im Taschenrechner sind sehr, sehr viele Kommastellen dieser Zahl gespeichert und du benutzt diese Pi-Taste wie jede andere Zahl. Fertig. Es gibt noch andere Videos zu dem Thema. Wir sehen uns.